In weiten Teilen Spaniens sind am Wochenende sintflutartige Regenfälle niedergegangen. Sie sollen auch am heutigen Montag noch anhalten. Ein Tiefdruckgebiet führe zu anhaltenden und weit verbreiteten, örtlich starken oder sehr starken Niederschlägen, begleitet von Stürmen im gesamten Land mit Ausnahme der Kanarischen Inseln, teilt die nationale Wetterbehörde mit. Das Innenministerium gab für weite Teile des Landes eine Warnung heraus. Trotz des Ferienendes rufen die Behörden dazu auf, nicht mit dem Auto zu fahren und zu Hause zu bleiben, da viele Straßen völlig unter Wasser stünden und es zu zahlreichen Stromausfällen kam. In mehreren Städten fordern die Bürgermeister die Einwohner auf, wegen der Überschwemmungsgefahr zu Hause zu bleiben. Rettungsdienste raten den Bewohnern, sich in die oberen Stockwerke der Häuser zu begeben. Auch der Zugverkehr ist auf mehreren Streckenabschnitten unterbrochen.